Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich, heute ohne Namensschild. Und ich bin heute wieder in der Feuerwehr in Röttgesbüttel. Das sind wir! Eieiei. Und wir machen heute ernst. Heute geht es um Verkehrsunfall. Und ich lasse die Jungs und Mädel heute mal machen, weil die sind total erfahren. Und ich halte nur die Kamera ein bisschen drauf und ihr werdet schon sehen, das wird heute laufen. Alles klar? Gut, dann legen wir los. So, ich halte mich heute ein bisschen im Hintergrund auf. Hier ist das verunfallte Fahrzeug. Das heißt, es hat natürlich ein aufmerksamer Mensch hat den Notruf oder die Feuerwehr gerufen, die 112. Die Sirene ging, stellen wir uns jetzt gerade vor. Und gleich kommen die Röttgesbüttler und werden hier erstmal den Einsatz fahren. Wie gesagt, müsst ihr euch vorstellen, ganz normale Landstraße. Eine Spur hier, eine Gegenfahrspur da. Kennt ihr schon vom letzten Video. Letztes Mal hatten wir nur gezeigt, was der Wassertrupp macht bei der Verkehrssicherung. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich blende euch das da oben mal ein, den Link, eine Info. Okay, aber die Kameraden kommen jetzt vorgefahren und schaut euch einfach mal an, wie sie es machen. Wichtig ist, jeder macht es ein bisschen anders und ich möchte keine Kommentare lesen, wo einer sagt, oh, das ist aber Das sind Kameraden, wir gucken uns das mal an und wir können natürlich gerne daraus lernen oder vielleicht auch gerne mal ein bisschen sachlich, fachlich darüber sprechen. Ne? Okay, super, los geht's. Die Straße ist komplett dicht, hinten ist auch alles dicht. Wir können hier in Ruhe arbeiten. Also das LF. Hat den Bereitstellplatz. Schaut euch das einfach mal an. TLF macht hinten zu, schaut mal bitte. So, und schaut mal hin, was sie jetzt machen. Seht mal hier, die Scheibe wird abgeklebt, bevor sie geöffnet wird. So, und jetzt wird die Scheibe aufgekörnt. Schaut euch das mal an. Man klebt hier diese Klebestreifen drauf, damit das nicht zersplittert. So, das hydraulische Rettungsgerät wird in Stellung gebracht. Das Fahrzeug wird unterfüttert. Die Brandsicherheit gewährleistet, falls ein Feuer entsteht. Feuerlöscher, Löschgerät einsatzbereit. Ne? Perfekt. Also man merkt schon, dass hier eine Routine ist. Das Fahrzeug wird unterfüttert.
Der Gruppenführer kennzeichnet jetzt die Schnittposition. Und den Spreizer? Ja. Es geht jetzt darum, die Person möglichst unbeschadet aus dem Fahrzeug zu bekommen. Wenn du hier mal kurz guckst, sieht man hier die Markierung, ich beeile mich, wo die hier gleich schneiden werden. Ne? Das Beleuchtungsgerät ist in Stellung gebracht, es wird dunkel. Und wer so Schere, Spreizer schon mal gerne in der Hand gehabt hat, weiß, dass das gerade für eine anstrengende Arbeit ist. Ne? Normalerweise gibt es ja auch die Trennung zwischen Arbeitsbereich und dieser Ablageplatz ist ja die Trennung, was der Angriffstrupp und Schlauchtrupp sich gegenseitig helfen. Und das ist sozusagen die Grenze, wo sich andere eigentlich aufhalten. Ne? Also mir im Arbeitsbereich habe ich eigentlich auch nichts zu suchen, nur für euch. Dann gibt es immer noch einen Ablageort, wo die abgetrennt Teile hingelegt werden. Das ist meist gegenüberliegend auf der anderen Seite. Motorhaube. Den kleinen Zylinder ran. Einmal den Schuh. Und man sieht, hier ist so ein Ablageort. Hier werden die Teile hingelegt, auch das Dach gleich, was abgetrennt wird. Ne? Da können die anderen das alles wegnehmen. Aber da drin hat keiner was zu suchen sonst. Ne? Ihr werdet auch sehen, dass der Trupp, der den Brandschutz übernommen hat, falls dann Feuer entsteht, auch am Grenzbereich, also vom Arbeitsbereich steht. Ne? Es geht also keiner rein. Beleuchtung wird in Stellung gebracht. Super. Das ist, was ich meine. Sieht man wunderbar, ne? Wunderbar die Grenze, wo sich die Leute aufhalten. So, jetzt sieht man, wie der Stempel das rausdrückt. Ne? Es gibt Schere, Spreizer, Stempel. Mach Pause.
habt ihr gesehen, dass da ständig jemand bei der Person drin sitzt und betreut, ne? Im Fahrzeug ist die ganze Zeit ein Kamerad und betreut die verletzte Person. Und beruhigt ihn und gleich wird ihm geholfen und so weiter. Was sagst du denn der Person? Ich erkläre ihm alles, die nächsten Schritte, was die Kameraden draußen machen, und ich versuche den Menschen natürlich zu beruhigen, wenn er seiner Schock ist. Sehr gut. Also er beruhigt ihn und der Verletzte hat auch einen Helm auf mit Visier, weiß nicht, ob ihr sehen könnt, und er spricht die ganze Zeit mit dem Verletzten und sagt ihm ganz genau, was gerade passiert, damit er keine Angst hat. Gleich wird's laut, wir knacken gerade, alles ist gut, es läuft prima, alles toll. Das unterfüttern, das wird gemacht, damit das Fahrzeug, weil wenn man es jetzt schneidet und die ganzen Schweller und so durchtrennt, fehlt das Fahrzeug richtig an Stabilität. Und damit verhindert man, dass das Fahrzeug unkontrolliert irgendwie wegrutscht, irgendwelche komischen Bewegungen macht, die man nicht erwartet. Ne? Deshalb unterfüttert man das, ganz wichtig, wenn man dann rumknipst. Das ist eine gewaltige Kraft dahinter, ne? Wann nehmt ihr die Person raus? 2 Minuten. Also man nimmt ihr erst komplett alles runter, oder ne? Nee, wir lassen das dann, wir machen die vorne noch auf, ein Stück, und dann nehmen wir sie raus. Okay. Also der Gruppenführer hat mir gerade erklärt, wann sie die Person rausnehmen können, weil er ist vorne so mit den Füßen eingeklemmt. Die werden jetzt vorne das Fahrzeug noch etwas aufklappen, das werdet ihr gleich sehen. Und dann können Sie den Verletzten wunderbar aus dem Fahrzeug retten. Nicht bergen. Ne, jetzt wird die A-Säule durchtrennt. Bei manchen Fahrzeugen eine Herausforderung, der Schnittpunkt, weil da halt auch Airbags sitzen können. Immer die Kommunikation zum Gruppenführer. So lassen. Jetzt wird die Person gerettet. Zweimal schwitzen. Alex gibt das Kommando. Man hat jetzt Platz, um an die Person ranzukommen. Die machen das super. Und ich weiß nicht, ob ihr es vorhin gesehen habt, auf dem Lenkrad ist auch ein Schutz drüber gespannt, der verhindern soll, dass der Airbag auslöst und es eine böse Überraschung gibt, ne? Eine zusätzliche Verletzung, die keiner braucht. Die Person wird jetzt ganz behutsam rausgenommen, eine Trage wird in Stellung gebracht. Jetzt kommt die Trage dazu, wo die Person draufgezogen wird.
Super, und die Puppe ist echt schwer. Ganz stark. Super. Schön die Kommandos, hier läuft alles vollautomatisch und sehr routiniert ab. Toll. Und so unwichtig das vielleicht aussah, das war heute einer mit der wichtigsten Person. Wir können die Person noch so toll retten, wenn die einen Schock hat, die Person. Und das hat er verhindert hier heute, schönen Dank. Hat der Person heute den Tag gerettet, ne? Super wichtige Aufgabe ist das. Die Einsatzstelle ist von drei Seiten ausgeleuchtet, ne? Und da haben wir eine optimale Ausleuchtung an der Einsatzstelle. Das ist halt perfekt, ist kaum Schatten. Taghell hier in Röttgensbüttel, taghell. Was auch noch wichtig ist, und das wollen wir noch mal kurz für euch machen, wir werden noch mal uns vor Gaffern schützen. Wir werden jetzt gleich noch mal kurz eine Sichtwand in Stellung bringen. Nur, dass ihr wisst, dass es sowas gibt. Und leider wird es heute immer mehr, dass die Leute mit Handy vorbeifahren, machen Filme, Fotos. Und ich möchte nicht, dass jemand seinen Verwandten hier im Auto sieht, während er gerettet wird auf Facebook. Deshalb schützen wir uns leider auch vor unerwünschten Filmern oder Fotografen, okay? Deshalb zeigen wir euch mal ganz schnell, wie man eine Sichtschutzwand in Stellung bringt, okay? Los geht's. Oh, diese Sichtschutzwand, die wurde mir jetzt auch zum Testen zur Verfügung gestellt. Die ist von der Firma Dönges, kann ich ruhig sagen. Wir wissen selber noch nicht, was da drin ist. Okay, und wir gucken uns das jetzt mal gemeinsam an. Ich habe Team Orange hier, extra Spezialeinheit. Wir gucken uns das mal an, das klappt schon. Okay, wir fangen an, Sichtschutzwand, los geht's. Und zack, ist die Unfallstelle schon mal vor bösen Augen gesichert. Ne? Ist kein Hexenwerk, ist ganz einfach. Ne? Gibt es in verschiedenen Größen, aber ja, kann man noch befestigen. Aber es reicht erstmal nur, damit ihr seht, wie es ungefähr funktioniert. Okay? Also hier, Team Orange. Rucki zucki, braucht man nicht lernen. Die können das auch so. Klasse. Ganz stark. So, bin ich mal ganz gespannt. Also wollen wir erstmal fröhlich gucken. Seid ihr schon soweit? So, alle mal Daumen hoch. Wir testen Synchron-Dauming. So. Oder willst du dann auch mit drauf? Ja, besser nicht. Wir wollen das Foto nicht kaputt machen. Ich denke mal, euch geht es genauso. Ich fand die Jungs und Mädels super, was sie hier gemacht haben. Sehr professionell. Also erstmal, ich kann gar nicht so viel Feuerwillig Stempel verteilen, wie ich gerade möchte. Ne? Super, ich gebe es dem Mädel stellvertretend. Also, und du willst auch zur Feuerwehr? Da gebe ich dir mal einen Tipp, falls du hier aus der Gegend kommst. Zu welcher Feuerwehr muss man? Röttgensbüttel! Röttgensbüttel, genau. Macht's gut. Und vergiss nicht, es gefällt mir für die Jungs und Mädels. Alles klar? Macht's gut. Hey! Hey! Hey!